Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir konfrontieren jetzt Miguel mit Masons Brief. Mason hid this somewhere. Okay, ja, der sagt auch so, ist ihm eigentlich egal. I hired perhaps the most easily corrupt. Okay. Verbrannten. Can you explain what they are? That's how I can. Aber warum haben die Mason damit eingebunden, wenn der Jan als Handwerker da eigentlich irgendwas reichen könnte? Jetzt mal ganz ehrlich, da hätte man doch Mason nicht einbinden können, wenn doch der Jan doch da eh schon mit drin steckt. Okay, ja, wir haben halt mit Duros connected, ja. But I haven't communicated. That is not a lock. That can't be right. You sent the telegram to Dubos about the water tower. No. I didn't. Okay. I see. That is also not. Okay. Es sieht aus, als wenn es ignoriert wäre, also. Didn't you say there were some Dubos telegrams intercepted and decoded by the Alliance right before the water tower incident? The water has been. I'm impressed. You guys are okay. Make this up. So you're saying what? Aber das mit den Telegramm fällt mir jetzt auf. Seems like someone from Duvos wanted to sabotage. Hä, wer hat ihn sabotiert? Okay, die haben ihn. He's an agent from Duvos. Did he do it? Why would he betray our plan? Okay. Das sollten wir vielleicht nicht fragen, ausnahmsweise. Penn, Gan and I are the only ones currently involved. Sagt er uns gerade die Wahrheit oder lügt er uns auch nur an? Myself betraying anyone. I'm saving lives. Oh nein, sie fragt das. Who that is. Oh boy. This means. Er weiß das schon. Penniszeiger? We'll have to ask him again. But we'll also need to find the telegraph machine. But Penn would know, wouldn't he? Okay. I still find it hard to believe. What would. If you're the sacrificial lamb. Okay. That'll be all. I find it quite unbelievable. Okay, also Miguel sagt so ungefähr, weiß von nichts. Ja, er wollte hier die Welt bewahren, aber eigentlich wollte er nur Gutes. Long time no see. Yes, ja, lange yes, nicht gesehen, yes. Ja. Oh, yeah. Oh, I don't know. How about. What? Okay. I know about the top. Right, yeah, okay. And that you said. Ich sage, es ist dann B. Plus, you tossed Miguel. Whoa, you're still. What conspiracy is doing. I need my lawyer. Okay, braucht einen Anwalt. Do I still get the chicken wings? No, kein Chicken für dich. Oh, da gab es nie einen schlimmeren Tag in der Sandrock-Geschichte. Okay, das ist genügend für dich. Penn ist gefährlich. Ich kann nicht einfach sagen, ob er lügt oder nicht. Aber er ist echt gut darin und wir sollten davon ausgehen, dass er exakt das rüberredet. Und überessen. Oh, mir geht's nicht gut. Okay. Okay. Okay, ja, dann sollten wir diese geheime Telegram-Maschine hier finden. Was hängt denn hier heute alles rum? Tribune. Die zwar ist neu, aber ich will die nicht holen. Okay, was muss ich alles machen? Okay, ich muss, glaube ich, so viel jetzt herstellen. Oder ich muss es da drin finden. Ich weiß auch nicht, ob das Pen ein Stift gemeint ist oder Pen. Pen. Ach, da sitzen sie wieder, unsere Strafgefangenen. I thought working in a. Okay. Die Crazies. Ich verstehe es nicht. Also ich denke ja, dass der Miguel voll lügt und der Miguel komplett abdreht irgendwann. Wo soll ich hingehen und das erforschen? Okay. Anitos, okay. Ja, aber wo ist diese Items? Sind die doch da drin?
Schauen wir mal an, ob ich die jetzt gerade irgendwie übersehen habe. Es ist anscheinend irgendwie. Da ist es. Okay. Not an expert. Okay, this is kind of a long shot. What if this stuff of his fine idea? Okay, ja. Zurück. Okay, haben wir jetzt schon alles untersucht? Nee, wir haben jetzt das Buch. If I had to say one nice thing about okay. Finn, I guess it'd be that he's very dedicated to his training. Okay. Whoa, look at you. You'll have to fill me in on the... Okay, wir haben geschafft, so ein Ding zu... Okay, nächster Hinweis. Okay, Liste von Sandrock und verschiedene, was die so machen. Okay, das ist schon krass. Hey, irgendwas fehlt da noch? Kann ich hier nicht umblättern oder so? Hä? Ich muss damit irgendwas machen können. Okay, dann ist das für mich das war. I'm just gonna say it. I've always wait a sec. I recognize this handwriting. That's right. There, yes. No doubt in my mind that. Okay, Penn hat die Briefe geschrieben und jemand hat die ja versucht zu verbrennen. Okay. Penn doesn't really play music, does he? Is he a fan? Slightly uninspired. Maybe once we've gone through. Okay, dann habe ich hier noch so einen Stift. Nice pen. I wonder when did me. Was haben wir dann noch? Ah, meine Party beginnt. Nothing to see here. Da klebt was. Okay, dann müssen wir das jetzt noch genau anschauen. Man muss einfach da. Warum ist dann X? Okay. X. Looks like they really wanted to recruit you. I'm jealous. I just got a regular mark. Wait, no. There's a minus next to me and Ryan. They really put me in Ryan tier? Muss sie echt forscht haben. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt gefunden haben. Okay, wir sollten gehen. Okay, wir müssen mit Cooper, Burgess und Ernest treten. Let's see. Ja, schauen wir uns erst zur Kirche und der Rest sollte im Garten tatsächlich stehen, außer Cooper, der muss auf seiner Box sein. Oder nein, Burgess wird wahrscheinlich in der Weltgeschichte rumspazieren, anstatt in der Kirche zu sein, was auch sehr böse ist. Also keine Ahnung, vielleicht war es auch Burgess und der tut immer so oft dumm und so. Und in Wirklichkeit ist der das pure Böse. Aber dann haben wir wirklich bald jeden in der Stadt verdächtigt. Also sind halt dann auch heavy. So heavy war das in... Warte nicht. Okay. There. Just remember, huh? What are you? Only seven. No, be seeing you then. Okay. Hallo Owen. One time, a guy. Krieg ich vielleicht ein Rezept von dir? Da ist heute aber viel los in der Kirche. Der Gottesdienst muss ja wirklich bei. Na, es ist ja nicht mehr die Mathilda da. Es ist ja absolut keiner da. Ich dachte, ich krieg gleich Fallschaden, weil ich so weit runtergesprungen bin. Dann schauen wir mal zu den anderen zwei Punkten. Das fehlt noch Ernest und Burgess. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon krass. Aber dass Miguel sich da rausredet, aber ich kann das nicht glauben, weil ich halt ihn als Hauptverdächtigen halt immer sehe. Ich habe halt immer dieses Bild von denen.
Egal, was ihr macht. Der ist bei mir halt direkt von Anfang an unten durch gewesen, sobald ich diesen komischen Traum hatte. Und das war, glaube ich, ganz am Anfang. So, habt ihr alles schön zu essen? Hallo, Leila. Ja. Ah ja, ich hab das gefunden. Ich glaube, das Argument, ich habe das gefunden, nimmt einen irgendwie keiner ab. Das ist nur eine Vermutung. Weil ich glaube, die bewahrheitet sich sehr gut. Da hinten steht der andere dicke Bugess. Hallo. Okay, ja. I always thought it was kind of cool, actually. Going off script? Wow! Imagine actually doing that. Wait a sec. Well. Okay. Just kidding. Ich weiß jetzt halt nicht, ob Burgess, aber der könnte doch böse sein. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu Grace. Also, Burgess ist halt dumm, aber meistens sind die dumm halt die, die wohl nur so tun. Sei klug, stell dich dumm. Weiß ich nicht. Okay, ich sollte euch noch ein bisschen Essen hinstellen. Sieht mir so aus. Getrocknete Sanddinger. Den kriegt er nicht. Den werfe ich euch nicht zum Fraßfall. Das könnt ihr meinetwegen haben. Das könnt ihr meinetwegen auch haben. Mehr gibt's, glaube ich, nicht. Nee, das reicht, glaube ich, dann. So, dann muss ich das wieder vorziehen. So, und sollte das jetzt wirklich leer sein, muss ich halt wirklich, glaube ich, was kaufen gehen. Wow, so beautiful. So beautiful. Ah. Aber ich kann es echt nicht sagen. Weil, keine Ahnung, Miguel ist halt das größte Arschloch. Und der hat da schon so Fantasien, wie so gewisse Herrscher, Führer vor fast 100 Jahren. Ja, mal schauen. Jeder ist vielleicht. Ja, das stimmt. Das ist leider echt so und das finde ich echt scheiße. Any result? Und, irgendwelche Ergebnisse? Niemand hat dieses Buch gelesen von Miguel. Und Burgess sagt, dass er niemals was davon gehört hat. Okay, das ist eine Erläuterung. Ich dachte immer mehr und mehr, dass während du weg warst, ich meine, dass Miguel vielleicht wirklich angefangen hat, Leute hier zu beeinflusst und du es als positives Licht zu sehen. Aber das würde ja ganz schlimme, unvorstellbare Konsequenzen haben. Und dieses Stück Musik, das ist voll von Fehlern. Was? Mach keine Fehler. Diese Fehler sind jetzt nicht sehr hilfreich. Aber ominös, diese Intention. Kann ich mal drauf schauen? Ich sehe. Ich hab's, das ist ein Code. Oder noch besser, ein Schlüssel. Okay, diese lyrischen Fehler sind links, 3, rechts, 5, was? Und wenn ich diese Chiffre benutze, können wir diese Nachricht knacken. Und das ist dann ein Hinweis für Penn oder eben Miguel. Und diese musikalischen Fehler, ich habe 5 von denen gefunden. 5 Nummern in einer Durchschnittsradiofrequenz. Zweifelt das Coincidence? Das muss die Frequenz sein, wo es drauf läuft. Und diese Frequenz ist anders von den, was wir bisher hatten, dass mein Duos weiß, wir hören die bevor
und Telegram wurden gesendet und müssen über müssen abgefangen werden, um zu mir und Logan in die offene Tür zu kommen. Hey, wir haben es. Was? Okay. We do. We can pretend to be Penn. We see okay. The guy has signal strength. I'm going to update the civil court in City Hall. If there is, then we're all set. Good thing we. Okay, wir gehen zu Key. Okay. Das ist die Frau ist auch irgendwie so, ja, jetzt haben wir das und das und jetzt brauchen wir nur noch das und das und ich denke mir einfach so, ich glaube, wir haben gar nichts. Okay. Mal schauen. So, nee, nicht dahin, das sind beim nächsten. Sprechen wir mal mit dem Key. Und bei ihm müssen wir eine neue Maschine beantragen und die andere endlich mal bauen. Die andere Maschine bauen, nicht vergessen. Okay, wir machen an diesen Stellen einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bye.